Kalt duschen mache ich jeden Tag schon. Aber es ist halt einfach so juckig, Alter. Es ist aber ein Wort. Deswegen, Köttbullar. Alter, krass. Ja, ich habe früher oft Köttbullar gegessen. Probieren wir mal mit Aloe Vera. Boah, ja, habe ich auch schon überlegt, aber muss ich mal Aloe Vera herbekommen. Ich war gerade im Rewe nebenan, einfach keine Aloe Vera gehabt. Bettwanzen, ja. Aber das Ding ist, es geht einfach nicht weg. Also es wird auch nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Das verwundert mich, dass es nicht besser wird. Und das triggert mich unnormal, weil ich kann einfach nichts machen, weil ich kann nicht schlafen, weil ich muss ja gleich kratzen, ich kann aber auch nicht arbeiten, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf diese Scheiße habe. Also ich versuche aber jetzt viel zu trinken. Ob das was bringt, ich glaube, trinken einfach. Ich schwöre einfach, trinken immer gut. Kretz, ja, ich auch voll oft gehabt, Alter. Oft gehört, meine ich, nicht oft gehabt. Dann ist Kretze Milben. Ja, entweder diese Kretze Milben, Ausschlag oder diese Nesselsucht. Alles scheiße auf jeden Fall. Probier mal mit Triamcinolone. Kriegst du normalerweise bei der Apotheke, habe ich auch mal genommen. Was hast du denn gehabt? Boah, guck mal, es juckt so krass. Ey, ich wüsste gar nicht, wie gerne ich das machen würde. Keine Sachen doppelt tragen. Tschüss, Alter. Geh zum Hautarzt. Ja, ich gehe morgen zum Hautarzt. Geh zum Arzt. Ja, ich gehe zum Arzt, Leute. Chillt. Ich habe das schon heute angerufen. Aber das Ding ist, ich würde gerne zu einem Privatarzt gehen, weil ich habe nicht so Lust auf so Wartezeit. Und da hatten die halt erst morgen einen Termin frei. Bin mir zu 80% sicher, dass es was ist. Nicht kratzen, ich weiß, nicht kratzen, aber es ist so schlimm, ich würde so gerne kratzen, Mann. Ist für die Haut Triageleme, meinst du, ne? Muss ich mal, ich hab's schon vergessen, sorry. Dankeschön für die Cap an Igbo. Igbo? Igbo? Kuss geht raus an dich. Die Cap ist wichtig. Privatarzt immer besser, ja, Privatarzt immer besser auf jeden Fall. Mach Boxerschnitt. Ist ja schon fast. Ich habe hier voll kurz gemacht. Hier, Triamcinolone, ich mache mal kurz einen Screenshot davon. Von danke dir. Oh mein Gott! Ey, Midnight Shirin. Dennis, der hat dich gemutet. So ein Opfer bist du, Shirin, Alter. Unglaublich, Mann. Jetzt habe ich das nicht mehr gescreenshottet bekommen, weil ich dich gemutet habe, weil das der Kommentar wegging. Woher der Hoodie? Der Hoodie, der Zipper ist von Cole Buxton. Los Angeles ist eine coole Stadt, auf jeden Fall. LA ist eine krasse Stadt. 5 Sekunden heulen nicht. Ja, aber ich hätte gerade geschrieben, das ist weggegangen wegen dir. So ein Otto, ey, wirklich. Midnight Shirin, schick mal alle für Midnight Shirin. Nee. Es gibt, glaube ich, kein. Schick mal den bösen Emoji in die Kommentare. Schick mal alle für Midnight Shirin den bösen. Einfach ablenken, dann juckt's nicht. Boah, ja, so leicht gesagt, leicht gesagt, leicht gesagt. Hä? Wie geht der Spruch nochmal? Kennst du Jakob Sichler? Nee. Kenn ich noch von Juno. Juno, beste Zeit, ihr wisst Bescheid, alle von Juno, die OGs. Ey, es war so geil damals, diese Bachen. Oh mein Gott, es war immer so geil. Obwohl, man muss schon sagen, TikTok macht schon krass mit diesen Geschenken, die so reinflattern. Die sehen schon krass aus. Aber früher, als man so. Also, man kann ja so supporten bei Juno auch, ne? Wie hier. Man supportet ja mit so Rosen oder. Keine Ahnung, so coole Animation. Und es war leichter gesagt als getan. There we go. Und da kamen aber diese Barren rein. Und manchmal hatten wir so krasse Supporter da drin. Ey, es war so krass. Guck mal, ich war 14. Ich war 14. Und da hat mir einfach so jemand so auf einmal so 10.000 Barren geschenkt oder sowas. Wisst ihr, wie krass das war? Rigas Fam, Kuss geht raus für die Train. Danke, danke. Ja, war auf jeden Fall unnormal geil. Also unnormal geil. Es war so ein geiles Gefühl damals.
Ich meine, es ist immer noch krass. Ich meine, es ist immer noch super, 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 super exciting, einfach zu sehen, es sind so viele Leute, die einen supporten und die einen wirklich Tag für Tag Story anschauen, TikToks anschauen, kommentieren, liken und sowas. Einfach, das appreciate ich sehr und schätze ich sehr an euch da draußen. Und damals aber, als alles so angefangen hat, war alles nochmal so unnormal neu, das war halt einfach immer krass. Fam for life, yes sir, you know the deal. I'm crying. Ja, Mann. Ich habe selber aber auch viel gespendet. Also ich habe selber viel Spenden bekommen, aber ich spende auch immer sehr gerne weiter. Also wenn ich so Sachen bekomme, ich bin unnormal großzügig bei sowas. Ich finde es aber voll geil, so Streams reinzugehen und Leuten was zu schicken, weil ich finde voll geil, wie sich dann freuen da darüber. Schöne Grüße an Angelika. Was geht ab, Angelika? Ich habe dich bei The Voice Kids gesehen. Wichtig und richtig. Vor 8 Jahren einfach. Meet and Greet Tour. There we go. Meet and Greet Tour. Big love. Mein alter Page-Rieger on Fleek war auch krank. War auch sehr wild. Fanpage ist auch wichtig und richtig. Just saying. Machst du noch Musik? Auf jeden Fall. Es kommt dieses Jahr wieder neue Musik raus. Deswegen müsst ihr alle die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Hast du graue Haare? Nee. Zeig mal Haare. Actually, Johanna, nö. Alter, Kaktussen auf Instagram. Ich schwöre, beste Gruppe, Kaktussen. Hier Fanpage, einziger Spam. Love geht raus auf einziger Spam. Das war's für ein Herz gerade eigentlich. There we go. Uff, Gemeinheit. Gemeinheit wird mir unterstellt. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 22. Aber sehe aus wie 14. Nein, Spaß. Guck mal, ich sehe schon aus wie 18, oder? Bowling Tour war nice. Bowling Tour war sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Wiederholungsbedarf. Jakob meinte, du warst gut mit seiner Stiefmutter. Den gehört Pearl TV. Okay, krass, noch nie gesehen. Oder gehört. War, vielleicht habe ich mich einfach auch nur nicht dran, kann ich mich einfach nicht dran erinnern. War bei deiner Meet-and-Greet-Tour in Köln. So muss es sein. Tour ist so geil, ne? Rauchst du? Nee. Weil Zigaretten, ich hasse Zigaretten, ne, wirklich. Magst du Mustihaft? Natürlich mag ich Mustihaft. Der Bray. Dein 18. Geburtstag war lit. Auf jeden Fall. Einfach an meinem 18. Geburtstag ein Konzert gespielt in Berlin. Dankeschön, Elida, für die TikToks. Kuss geht raus. Bist schön gebräunt. Ihr kennt das Sprichwort. Bist du braun, kriegst du Frauen. Nein, Spaß. Ich war ja gerade noch in Los Angeles. Los Angeles, California, zeigt die Fresse. Ich so, hey, what the fuck? Magst du Kylie Jenner? Was heißt mögen, ne? Ich habe jetzt nichts gegen die, aber ich feiere sie auch nicht. Also ist neutral, würde ich sagen. LA Sunkist, Magst du Addison Rae? Geht so, ich gucke die auch nicht so wirklich. Wen guckt ihr so am meisten auf TikTok gerade? Oder auf YouTube oder so? Oder auf Instagram? Egal wo. Wie alt bist du? 22. Magst du Justin Bieber? Auf jeden Fall. Ich glaube, von allen Leuten, die ich draußen am coolsten finde, ist schon Justin Bieber. Ich mag auch The Weeknd sehr gerne oder so ein Drake oder sowas. Adorable Caro. Ja, die ist auch sehr nett. Mag ich auch sehr gerne. The Weeknd. Und du hast Bananen. Ja, Leute, alle, die mich kennen, Leute, ich hasse Bananen. Bananen ist so eine Katastrophe, Alter, so schlimm. Wer Bananen isst, ne? Ich feiere deinen Style. Dankeschön. Kuss geht raus an dich. I'm trying my best, you know? Meine zu Elevator Boys. Korrekte Jungs, auf jeden Fall. Mein favorite Rapper in Deutschland oder weltweit? Ich glaube, weltweit ist es echt schwer. Ich glaube, es wird. Boah. Ich
glaube, weltweit wahrscheinlich fast sogar schwierig. Ich mag, es würde ich entscheiden zwischen Travis Scott, Drake oder vielleicht sogar Gunna oder Lil Baby. Baby, aber ja, Baby ist schon auch krass. Kannst du Deutsch? Nein, natürlich kann ich Deutsch, ich rede doch gerade Deutsch. Wann triffst du dich hier mit Jamo TV? Bestimmt bald wieder. Debré. Mein Sip-Hoodie wurde ich aufgefragt von Cole Buxton aus UK. SMS Nights, was meinst du damit? Warst du auf Coachella? Nee, war ich nicht.